Samstagvormittag in Fürth. Matthias Blum und Matthias Vogel von der Kontrollgruppe Car-Tuning der Polizei Mittelfranken überprüfen die Besucher eines Tuning-Treffens. Die beiden sind Spezialisten für laute Motoren und tiefer gelegte Autos. Ja, wir sind hier in Fürth anlässlich eines Fahrzeugtreffens, was hier im Hintergrund stattfinden wird. Und da schauen wir jetzt selektiv nach Fahrzeugen, die für uns augenscheinlich interessant sind in Sachen technischer Veränderungen. An dem Treffen nehmen hunderte Tuner aus der Region teil. Matthias Blum und Matthias Vogel wissen aus Erfahrung, welche Autos sie sich genauer anschauen müssen. Guten Tag, die Kontrollgruppe Car-Tuning. Einmal den Motor bitte ausmachen. Genau. Den Führerschein und Fahrzeugschein bitte. Ja, den hab ich. Warte mal einen Moment. Ja, kein Stress. Entscheidend für die Polizisten ist, ob alle Umbauten zulässig und wenn nötig im Fahrzeugschein eingetragen sind. Es ist alles eingetragen, wir haben auch einen Ordner dabei. Ja, wenn es eingetragen ist, brauche ich ja keinen Ordner mehr. Im Normalfall. Der Ordner. Okay, dann schauen wir erstmal, was alles eingetragen ist. Alles. Also wenn Sie wollen, können Sie auch aussteigen. Dann schaue ich mir das Fahrzeug mal an. Ach, hallo. Kind, ach, ein Kind haben wir auch noch. Ja, mein. Start, jawohl. Die 215er sind die einzigen Räder, ne? Genau. 215. Das ist rein Sommerauto, der hat keinen anderen. Nein. Da steht abgemeldet im Carbon über Sommerzeit. Richtig, Saison. Jawohl. So verliebt in das Auto? Ja, ist Opel Kalifa. Seltenheit. So viele gibt es auch nicht mehr. Das stimmt allerdings. Würden Sie die Motorhaube mal öffnen noch für uns? Natürlich. Das sieht man ja hier. Unsere ABEs haben wir alle extra. Ja. In einem Ordner. Und den, wie gesagt, den führen wir immer mit, wenn wir unterwegs sind. Wenn Sie mal die Räder nach rechts oder nach links Ihre Wahl einschlagen würden, dürfen wir auch gerne den Motor anmachen. Ich habe einen Servopumpe gehabt, das müssen wir erst reparieren. Oh, okay. Mangel. Wir haben eine Durchrostung am Endschalldämpfer hinten links. Das ist ein Verbindungsrohr zwischen beiden. Das sieht man ganz gut. Kann man noch mal zeigen. Jawohl, sehr gut. Man hört es mir, Servopumpe. Matthias Blum sucht nach der sogenannten E-Nummer auf den Federn. Ein Bauteil mit E-Prüfzeichen muss nicht vom TÜV abgenommen werden, wenn es laut Fahrzeugschein für das Auto erlaubt ist. Doch nicht immer ist die Nummer leicht zu finden. Es sind zwar rote Federn zu erkennen, aber die Nummern kann man natürlich wieder mal nicht lesen. Okay. Er sucht gerade den Zettel. Jawohl. Ja. Ja. Das ist voll weg. Wird aktuell gemessen. Weil das alte Fahrwerk hat sich gesenkt, da habe ich neue Federn eingebaut, damit er wieder höher kommt, weil der hat einen Wahlkreis geschnitten. Mit dem alten Fahrwerk habe ich wieder was Verstärktes eingebaut. Vorbildlich. Auch so kann es gehen, Tuner, die mitdenken. Anders sieht es aus beim Endschalldämpfer. Schrauben Sie selber am Fahrzeug? Okay. Der Endschalldämpfer ist wohl undicht und da wurde schon rumgebrutzelt. Okay. War dann vom Vorbesitzer. Da muss man mal nacharbeiten. Okay. Anlage, alles war schon. Abgasanlage ist ein Verschleißteil, ne? Muss man halt immer mal ein wenig im Auge behalten. Nee, der stand jetzt, der wurde im März lackiert. Ich habe jetzt. Wir haben ihn erst seit letzter Woche. Vor zwei Wochen fährt er erst wieder. Nein, wir haben ihn erst seit letzter Woche Samstag. Stimmt, seit Samstag fährt er erst wieder. Sie habe ich neu drüber geschaut. Aber das kann ich machen, das kann ich festschweißen. Genau. Bist du Kfz-Ler, du nimmst ihn mit auf Arbeit. Ja, nämlich nächste Woche mit und schmeiß es fest. Ja. Für Matthias Blum und Matthias Vogel ist klar, das Paar hat sich bemüht, alle Vorschriften einzuhalten. Dennoch um den Endschalldämpfer und die Servopumpe muss es sich kümmern. Ja, man könnte eine Verwarnung ausstellen über die Undichtigkeit, über den Verschleiß vom Fahrzeug. Aber nachdem er noch nicht sehr lange im Besitz von diesem Fahrzeug ist, also noch nicht mal einen Monat, fällt es nicht auf seine Kappe zurück, sage ich mal, sondern er hat es vielleicht auch gar nicht bemerkt und noch nicht drunter geschaut um das Fahrzeug. Deswegen zu seinen Gunsten machen wir es diesmal mit einer mündlichen Verwarnung. Er soll es reparieren und dann ist die Sache erledigt für ihn.
Das Ziel der Polizisten ist es nicht, möglichst viele Bußgelder auszustellen, sondern die Tuner zu sensibilisieren. Das ist die Mitteilung über Fahrzeugmängel, dass sie die Undichtigkeit am Endschalldämpfer eben ausbessern. Dann kommt der Zettel zurück zu uns und dann ist die Sache für Sie erledigt. Den kann ich wieder, egal bei welcher Wache, abgeben, oder? Genau, und können Sie auch bei Ihrer Heimatdienststelle vorzeigen. Ja, Höchststadt Aisch. Dann gib es mir Höchststadt ab. Genau. Wunderbar. Dann eine gute Fahrt und ein schönes Treffen. Dankeschön. Werden wir haben, unser Club. Ja. Gut. Mach's gut, Wiederschauen. Die beiden dürfen weiterfahren zu dem Tuning-Treffen. Wenig später beobachtet Matthias Vogel aus der Ferne ein Fahrzeug bei einer verdächtigen Aktion. Jetzt haben wir jemanden vorne stehen an der Kreuzung, kurz vorm Eingang. Da hat gerade ein Fahrzeug gedreht. So ein dunkler Opel müsste es sein. Ja, wir drehen mal um. Sind gleich da. Ja. Ist jetzt nach Süden abgebogen. Dann holen wir. An der Kreuzung vorne. Der Kollege fährt mit. Wir fahren selbst. Da vorne beim Reden, lass der rechts ab. Warte, ich fahr mit. Ja. Aber bringt ihn rein. Matthias Vogel und seine Kollegen müssen jetzt ruckzuck hinterher. Sonst ist das Auto weg. Ja, die sind im Fahrzeug hinterher, was vorne an der Seitenstraße gewendet hat, als es uns gesehen hat. Und ja, da muss man jetzt dann natürlich mal gucken, ob er jetzt wegen uns gewendet hat oder ob es einen anderen Grund gab. Das schauen sich jetzt die Kollegen mal an. Wenig später kommt Matthias Vogel zurück mit dem Fahrer, der kurz vor der Kontrolle plötzlich gewendet hat. Das Fahrzeug ist offensichtlich getunt. Wollte der Fahrer flüchten? Guten Tag, die Kontrollgruppe K-Tuning. Mal den Führerschein und Fahrzeugschein erstmal bitte. In Fürth lockt ein Tuning-Treffen Fahrer und ihre umgebauten Autos aus ganz Deutschland an. Matthias Blum und Matthias Vogel von der Kontrollgruppe K-Tuning der Polizei Mittelfranken schauen genau hin. Gerade haben sie einen Fahrer entdeckt, der vor der Polizeikontrolle gewendet hat. Hat er etwas zu verbergen? Guten Tag, die Kontrollgruppe K-Tuning. Mal den Führerschein und Fahrzeugschein erstmal bitte. Hab ich schon hier. Ach, den Charlie. Hat der Kollege schon. Wir vorhin schon bekommen. Wunderbar. Kriegen wir noch weitere Unterlagen oder steht alles im Fahrzeugschein? Was, alles drin, das Grüße Sie. Sie haben ein bisschen ungünstig umgedreht, deswegen. Ja, weil ich eigentlich zum Kollegen fahren wollte, wo da vorne stehen. Okay. Und ich halte nicht die erste rechts, sondern die zweite rechts musste. Jetzt prüfen wir mal durch. In dem Fall haben wir hier einen Motorumbau. Mit einem Motor aus einem anderen oder stärkeren Fahrzeug. Einen veränderten Abgasstrang und eine Austausch. Schalldämpferanlage. PS-starke Motoren sorgen meistens für einen stärkeren Sound. Gerne auch lauter als erlaubt. Das war nur ein Standgeräusch von 83. Das weiß ich nicht, ja. Ja, gut. Ja, aber das ist noch, glaube ich, nicht, ne? Mit dem ganzen Umbau, weil der hat ja einen Motor drin. Meinen Sie, das ist leiser? Leiser denke ich eher nicht, weil 83 ist nicht wirklich laut, ne? Das stimmt. Ja, das muss natürlich im Rahmen von einem Motorumbau auch berücksichtigt werden. Ne? Okay, also der Prüfer muss das dann eintragen oder wie ist das dann eigentlich? Die Frage ist, war die Abgasanlage zum Zeitpunkt des Motorumbaus schon montiert? Ja. Ja. Also aber ist das, noch abgenommen worden, das ist komplett abgenommen worden. Ist in einer Kombination, genau, abgenommen worden? Genau. Da ist quasi Voraussetzung, dass dann die Überwachungsorganisation das Gesamtpaket beurteilt. Ist der Wagen lauter als im Fahrzeugschein angegeben? Das werden die beiden gleich nachmessen. Doch zuerst fällt Matthias Vogel die Rückleuchte auf. Die sind lasiert, ne? Würde ich sagen. Wirkt sehr so, ja. Würden Sie den Kofferraumdeckel mal öffnen? Im Kofferraum sucht Matthias Vogel nach einer Farbkante, die durch das Abkleben beim Lackieren entsteht. Es ist sehr. Da kann ich nichts dazu sagen, weil da haben wir nichts dran gemacht, ne? Es ist sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall. Es ist sehr gut lasiert, ja. Aber das sind Serienleuchten, die nachträglich lackiert wurden. Also oftmals werden die ja foliert, weil das eine Geschichte ist, wo ich vor Ort leicht entfernen kann im Fall X. Okay. In Ihrem Fall sind sie aber lasiert. Okay. Aber mit der Sache ist es jetzt so, dass aufgrund dieser nachträglichen Lackierung die Bauartgenehmigung der Rückleuchte erlischt. Mhm. Und infolge das Fahrzeug halt leider unvorschriftsmäßig wird.
Problem daran ist eigentlich folgendes. Sie fahren tags, nachts blinkend, bremsend und der Lichtaustritt ist wesentlich vermindert im Vergleich zu einer Serienleuchte. Okay, also müssen das ist das Problem. Ja, machen Sie mal bitte das Abblendlicht an und schauen wir mal, wie es allgemein wirkt. Es ist schon im Vergleich zu einer Serienleuchte stark vermindert. Ne? Sehen Sie. Natürlich fügt sich das Ganze so wunderbar in das Gesamtbild vom Fahrzeug ein. Sehr dunkel gehalten, schön poliert, optimales Bild. Aber halt im praktischen Straßenverkehr das Problem, dass ich am Schluss eine Bremsleuchte, einen Bremsvorgang zu spät sehe oder auch das Abbiegen des Fahrzeugs, des Abbiegens nicht erkennen kann. Die Rückleuchten sind zu dunkel und deshalb eine Gefahr für andere Autofahrer. Zurück zur Hörprobe. Die beiden messen jetzt das Standgeräusch. Schauen Sie mal, dass Sie die Drehzahl auf 4,5, jetzt in dem Fall ja sehr schön zu erkennen, dass Sie die Drehzahl kurz halten für einen Moment und dann schlagartig vom Gas runtergehen. Man hat Gefühl im Fuß. Und weg. 94,4. Gefühlvollen Gasfuß, der Herr. Können Sie ausmachen, das Fahrzeug? Wir haben jetzt einen Messwert von 94,4. Das Ganze ist ein nicht gerichtsverwertbarer Vortest. Das Gerät ist nicht geeicht, aber kalibriert. Okay. Wir müssen abziehen eine Toleranz von 5 dB zugunsten von Ihnen aufgrund von Verschleiß oder Fertigungstoleranzen. Dann bleiben wir ganz grob betrachtet bei 90. Ja. Eingetragen haben wir 83. Das heißt, haben wir immer noch 7 zu viel. Okay. Ja, ist eigentlich 3 dB ist eine Verdopplung der Geräuschquelle. Letztendlich wurde das offensichtlich im Rahmen des Motorumbaus nicht berücksichtigt. Nee, einen Cut fahren Sie aber, ja? Ja, ja klar, aber vor dem größeren Motor, ne? Muss ja alle vom größeren Motor dann. Ja, fahren. Ja. Hätte der TÜV im Rahmen des Umbaus definitiv berücksichtigen sollen oder hat er berücksichtigt und es hat sich halt im Laufe des Verschleißes, des Fahrens halt noch verändert. Das kann sein. Ne? Wir sind auf jeden Fall zu laut. Okay. Das können wir schon mal sagen. Und dann müssen Sie nachbessern. In welcher Form auch immer Sie das tun. Bei 7 Dezibel über dem erlaubten Wert bekommt der Fahrer ein Bußgeld. Das machen wir nicht raus. Rückleuchten lasiert, löschen BE. Frage, ob man mit oder ohne wesentliche Beeinträchtigung schreiben. Aufgrund der noch guten Erkennbarkeit, ne? Einigermaßen. Ja, aber mit der Abgasanlage sind wir ja schon in der wesentlichen Beeinträchtigung der Umwelt. Das, ja, wenn man, ja, wobei ich es jetzt eher auf Verschleiß sehen würde, ne, in dem Fall. Weil wir ja keine Veränderungen in Sachen Abgas nachweisen können. Ne? Ja, aber die Kombination stimmt ja nicht. Motor und Abgasanlage. Ja, ist zusammen eingetragen schon. Das ist das Thema. Das ist keine EG-Abgasanlage, sondern das ist in Kombination eingetragen. Deswegen würde ich da sagen, machen wir 30 STVZO. Ja. Ein vorschriftsmäßiges Fahrzeug. Das sind in Sachen Rückleuchten, das ist ein Bußgeld von 90 Euro. Und dazu kommen nochmal müssten 30 Euro sein. 28,50 Auslagen und Gebühren. Und 28,50 Euro obendrauf. Und ein Punkt in Flensburg. Matthias Blum und Matthias Vogel entscheiden sich für den kleineren Tatbestand und damit eine geringere Strafe. Einmal mit in unser Fahrzeug, bitte. Beim Bußgeld kommen sie dem Mann sogar noch entgegen. Der Punkt in Flensburg bleibt aber bestehen. So, das Ganze zieht jetzt natürlich ein Bußgeld in Höhe von 65 Euro nach sich. Okay. Da kommen dann noch Auslagen und Gebühren dazu von 28,50. Also nicht erschrecken, dass ich irgendwas Falsches gesagt hätte, sondern da kommen einfach noch Auslagen und Gebühren dazu. Wegen der lasierten Rückleuchten und die Abgasanlage, die zu laut ist, haben wir gemessen mit 3x94 Dezibel. Mhm. Sehr guter Gasfuß. Okay. Gut, das sind Ihre Personalien. Wir sind Ihnen hier jetzt auch, soweit es geht, mit dem Bußgeld entgegengekommen.
Okay, ja, ja. Schon, ja. Weil sie zum einen kooperativ sind, zum anderen glaube ich in die Geschichte, dass die Rückleuchten auch schon verbaut waren. Wahnsinn, und zum dritten ist die Lasierung ja auch nicht zu dramatisch. Das gibt es in ganz anderen Ausführungen auch noch. Mhm. Und nur deshalb gestatten wir Ihnen auch jetzt noch die Weiterfahrt. Okay. Aber bitte nur noch nach Haus, ja, ja. Dann um andere Rückleuchten kümmern und diese verbauen. Ja, ja. Bitte okay. Vorher nicht mehr im Straßenverkehr damit teilnehmen. Mache ich ja. Muss ich das irgendwo vorführen? Da legen Sie diesen Zettel mit, oder? Selbsterklärend. Okay. Für den Mann ist das Tuning-Treffen für heute beendet. Er muss die Änderungen später bei der Polizei nachweisen.